Hey, Johannes hier von newgadgets.de und in Las Vegas auf der CES 2013. Und Lenovo zeigt dir das ThinkPad Helix, ein 11,6 Zoll Notebook oder Convertible, das auch in ein Tablet verwandelt werden kann. Hier haben wir den technischen Ladencore i5 Prozessor, geht aber auch Core i7. Windows 8 läuft drauf. Wie gesagt, 11,6 Zoll Full HD Display, 1080p. Wie gesagt, IPS Display, 400 Nit Helligkeit, sehr gut. Und durch Gorilla Glas geschützt. Und ein Digitizer ist auch dabei. Also hier oben haben wir auch einen Stift, mit dem wir Windows 8 dann nutzen können. Aber es geht natürlich dann auch mit den Fingern, wie wir es auch kennen. Wir haben hier die Tastatur mit Trackpoint, einem großen Touchpad mit integrierten Maustasten, am Display eine Webcam und hier an der Seite den Auslöseknopf, um das Tab dann rauszuholen. Ja, man drückt hier einmal drauf, das Ganze ist auch wirklich gut für den einhändigen Gebrauch, dann kann man das Tab einfach hochnehmen, 11,6 Zoll und das Tab als normales Tablet benutzen. Hier unten haben wir auch den Windows-Button. Auf der rechten Seite findet ihr den Headset-Port und die Lautstärke-Tasten, außerdem noch einen Anti-Rotation-Knopf. Auf der linken Seite dann nichts. Das Schöne ist, wir können das Tab dann auch wieder verkehrt rum auf die Keyboard-Dock stecken und haben die Keyboard-Dock dann immer dabei, auch wenn wir das Gerät dann im Tablet-Modus benutzen. Das sieht dann so aus. Das Schöne ist, Anschlüsse sind am Tablet-Dock selbst. Wir haben die USB 3.0 auf der linken und rechten Seite, dann einmal ein Display-Port und einen Anschluss für das Netzteil. Das ist also das Lenovo ThinkPad Helix.